Die Gemeinderatswahlen stehen vor der Tür und es beginnt das Werben um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Beim Ortsparteitag der ÖVP Pölstal wurden nun die Spitzenkandidaten präsentiert. Dies ist eine Belangsendung. Für den Inhalt ist ausschließlich die wahlwerbende Partei verantwortlich. Am Sonntag fand in Pretstein im Gasthaus Behrendt der Ortsparteitag der ÖVP Pölstal statt. Bürgermeister Mayer begrüßte neben vielen ehemaligen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen den Landtagsabgeordneten Bruno Aschenbrenner, aber am meisten freute er sich über den zahlreichen Besuch der Mitglieder. So waren über 100 Personen gekommen, um die neuen Kandidaten der ÖVP-Liste zu wählen. Volles Herz voraus fürs Pölstal ist der Slogan. Zu Beginn referierte Aschenbrenner über die Werte der ÖVP und ihre Besinnung auf das christlich-soziale Gedankengut. Der Mensch als Mittelpunkt muss gelebt werden. Demut, Achtsamkeit, Wertschätzung, Wahrheit, Ehrlichkeit, Hilfe den Hilflosen und das Herz nach außen tragen sind nur einige der Säulen, die die ÖVP verkörpert. Alois Mayer brachte einen sehr aufschlussreichen und beeindruckenden Tätigkeitsbericht der letzten 5 Jahre. Die ersten 10 Kandidaten der Liste 1 präsentierten sich selbst und ihre Ziele und Visionen für die nächsten 5 Jahre. Alois Mayer ist der Spitzenkandidat der ÖVP Pölstal. Er wurde mit 100%iger Zustimmung gewählt. Bei einem gemeinsamen Mittagessen fand der Parteitag seinen Ausklang.